Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medieval 2 Total War als Fraktion Dänemark mit mir, dem Max. Beim letzten Mal haben wir es ja geschafft, wieder versöhnt zu werden mit dem Papst, dadurch, dass wir jetzt einen neuen Papst auf den Heiligen Stuhl geschoben haben, der wiederum aus unserem Land kommt, was bedeutet, der Kreuzzug gegen uns ist abgeblasen, wir haben jetzt in aller Ruhe Zeit, uns um neue Ziele zu kümmern. Mein Vorschlag war an der Stelle der Nahe Osten, mir hier aber vorerst mal einen Puffer zu schaffen, indem ich jetzt Nizäa einnehme und das dann anschließend an die Papststaaten verkaufe und dann meine Flotten übers Wasser verschicke. Ich habe hier auf Kreta schon eine kleine Garnison eingerichtet. Meine Flotte ist auch wieder bereit zum Auslaufen und gegnerische Schiffe anzugreifen. Am besten gleich mal diese Türken hier. Bereit machen zum Entern und Angreifen, Männer! Und den Rest meiner Armee werde ich dann auch über das Wasser versenden. Ja, Zypern ist anscheinend in rebellischer Hand. Das werde ich auf jeden Fall abchecken. Die Türken werden nach wie vor ein kleines Problem wahrscheinlich darstellen. Aber da schauen wir natürlich, dass wir dem Herr werden. Und ja, Sofia, genau, da gibt es einiges zum Fortbilden. Jetzt müssen wir natürlich die restlichen verbliebenen katholischen Nationen ein bisschen im Auge behalten, weil die sind ja immer noch aggro auf uns, beziehungsweise wir befinden uns ja mit denen noch im Krieg. Deswegen müssen wir da aufpassen, dass wir nicht wieder exkommuniziert werden. Das ist jetzt nämlich das Letzte, was ich mir gerade wünsche, weil nochmal ein Kreuzzug gegen mich, auch wenn ich jetzt den letzten relativ gut überstanden habe und relativ glimpflich, habe ich trotzdem keine Lust, das Ganze nochmal irgendwie durchzumachen. So! Und damit würde ich jetzt einfach mal sagen, der hier nervt. Kann man noch einen Priester reinholzen hier? Ich bin Gottes Diener. Natürlich, Mann. Ja, mein König. Das ist schier unmöglich. Ach, was? Wie ihr wollt. Da unten so ein Inquisitor rumschwirrt, schicke ich mal lieber meine Priester zurück in die Stadt, weil da kommen die Inquisitoren nämlich nicht rein. Die können nur Leute, in Anführungszeichen attackieren, die auf dem Land unterwegs sind. So, die Armee, die hier drin stationiert ist, möchte ich natürlich fortbilden, deswegen schicke ich sie nach Genua. Denn meine Hakenbüchsenschützen werden nochmal eine sehr wichtige Rolle spielen. Wir marschieren! Glaubt ihr mir, dass ich hier nur untertauche? Nö. Nicht wirklich. Zeit ist abgelaufen. Ach, das ist meiner. Ja, mein König. Das Snorri von Aalborg. Also coole Namen mein haben König. Sie ja schon, die Dänen. Das muss man ihnen lassen. So. Ziel, bitte. Erfolgswahrscheinlichkeit 51% und du hast auch 51%. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Dann versuch's doch mal mein beide. König. Benennt das Ziel. Seine Tage sind gezählt. König Gustav ist nun ein grausamer Anführer. Ja, gut, man. Jeder hat so seinen Ruf, ne? Genau, wir brauchen hier unten wieder frische Generäle zum Herumkommandieren. Jetzt muss ich natürlich erstmal schauen, diese... Oh, ich dachte schon, die greifen mich an. Ich dachte schon, da steht eine Armee und die greift mich an. Aber es sind doch nur zwei Papststaaten abgesandte Diplomaten, die gerne sich vor meiner Stadt verneigen. Das dürfen sie natürlich sehr gerne tun. Jawohl, jetzt kriege ich die ganzen alten Säcke hier angedreht. Die nehmen wir aber. So, verbreitet das Wort Gottes in Nizäa. Okay. Ach, das können wir sehr gerne tun. Ich frage mich zwar, warum der das jetzt unbedingt haben will, aber da sagen wir doch nicht nein und schicken gleich mal unsere Wie kann ich dienen? Jungs vom Gottesdienst Natürlich. Hier mal darüber. Ich bin Gottes Diener. Wie ihr wollt. Wie kann ich dienen? Natürlich, mein Herr. Nizäa, ja, es gehört alles zu Nizäa hier. Ja, mein König. Ich halte an und bete. Mein König, bewegt! Ich setze die Reise morgen. Jetzt haben wir das Konstantinopel besetzt. Mut und Ehre, Soldaten! Wir ziehen in den Krieg! Ja, unser Rundenbericht ist natürlich mal wieder astrein. Wir verdienen immer rund 100.000 die Runde. Dafür, dass wir so viele Armeen halten, ist es wirklich gut. So, jawohl. Im Moment bin ich wirklich zufrieden über das, was meine Untertanen im Reich hier leisten. Sieht wirklich gut aus. Hier noch ein bisschen die Obozherr fortbilden. Ich glaube, hier können wir noch eine Einheit
U-Boots her vertragen oder soll ich lieber irgendwas anderes nehmen? Ich habe hier gar keine abgesessenen Feudalritter. Dann nehme ich hier nochmal welche. Ja, wobei, ich habe hier überhaupt gar keine... doch, hier Feudalritter habe ich beritten. Dann nehme ich aber nochmal andere berittene Kavallerie noch mit rein. Und zwar diese Huskarle, weil die eigentlich relativ geil sind. Wie gesagt, die Dänen haben natürlich um einiges coolere Truppen als wie jetzt die Schotten, weil wie ich ja schon mal gesagt habe, sind die Schotten ja eigentlich nicht dafür gedacht, so lange zu überleben. Ah, wobei, der Herr von Jarl, der glaube ich lohnt sich nicht mehr aufzurüsten, der hat nämlich schon graues Haar. So. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Bewegung! Marschiert los! So, hier können wir dann demnächst in Alexandria einfallen. Die Ägypter sind uns wahrscheinlich eh nicht so gut gesonnen. Deswegen ist es ja eigentlich relativ Wurst. Ja. So, die Türken wollen nicht mehr belagern. Okay, das soll mir recht sein. Damit ist der Handel nicht mehr zum Erliegen gekommen. Segel setzen! Die Venezianer belagere ich jetzt nicht. Habe ich zurzeit eigentlich Aufträge? Ja, genau, das Wort Gottes zu verbreiten. Also mein sehr schöner Auftrag. Natürlich mit äußerster Härte und Brutalität durchgesetzt wird. Ne, dann würde ich sagen, beenden wir die Runde. Eigentlich tun wir gar nicht so lange rum. Genau. Die gehen alle rein. Die belagern mich wieder. Sollen sie ruhig. Und die werden wieder vorstellig bei mir. Sollen sie auch ruhig. Sie dürfen ja. Denn wir befinden uns ja im Frieden. Mit Freude und Eierkuchen. Ups. Ah. Mission erfolgreich. Okay, das habe ich jetzt aber irgendwie schnell geschafft. 4% katholisch. Ja, gut, dann. Natürlich. Wieder zurück. Ja, mein König. Ich bin Gottes Diener. Bin unterwegs. So, wie sieht der Rundenbericht aus? Wieder 104.000 gewinnen. Leofric Tryggvason ist volljährig. Boah, hier im Namen, hey. Krieg ich ja einen Quoten in der Zunge hier. So, das passt auch. Oh, Beziehungen verschlechtert. Aha, weil ich jetzt einen Auftrag für den Papst erfüllt habe, oder was? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Naja, jetzt belagern wir. Ist mir eine Ehre, mein König. Nächste Runde Nicea. Gott ist mit uns, Männer. Auf in die Schlacht. Der steht hier gut, das heißt, hier können die Türken nicht mehr rüber. Natürlich relativ viele Hafengebiete hier jetzt. Türken belagern natürlich meinen Hafen hier. Mit Seide kann ich dennoch handeln. Ich werde jetzt mal noch einen Kaufmann rekrutieren. 6% islamisch, das kriegen wir auch noch weg. Vom orthodoxen Christentum der Byzantiner ist hier nichts mehr übrig geblieben. Schade eigentlich. So, was braucht man denn in Tripolis noch? Im Prinzip nichts mehr. Da sind relativ viele Truppen drin. Wie lautet euer Befehl? Ja. Wir marschieren! Lager aufschlagen! Ich raus nicht. Naja. So, ich wüsste aber gerne mal, warum die Beziehungen so schwach sind. Was haben wir denn getan? Stehe zu Diensten. Die kriegen doch demnächst wieder was von uns. Dann müssten doch die Beziehungen danach wieder nach oben schnellen. So, Fortbildung hier. Ja. Ja, sie will ich auf jeden Fall dann noch einnehmen und den Papststaaten überlassen. Und dann will ich mich gegen meinen Kampf in dem Nahen Osten rüsten. Oder soll ich Nicea dann wirklich den Papststaaten überlassen? Ich sollte denen nicht zu viel überlassen, weil ansonsten werden die irgendwann noch zum Problem. Und ich meine, die erobern ja auch selber noch was, wie man hier sieht. Zum Beispiel Smolensk. Wisst ihr was? Mein König, ich würde mal ganz gerne... einen Vorschlag für mein Volk? Ausgeglichen? Ich fürchte, hat euer Anführer noch andere Vorschläge? Sind sie schon so groß, dass ich den auch noch was zahlen muss für 500? Das ist, glaube ich, großzügig. Vergesst es. Ach. Bis zum nächsten Mal. Ihr seid doch gay, echt. So, machen wir hier mal weiter. Ah, okay. Unser Attentäter hat's gepackt. Oh, was ist denn jetzt hier los? Neue Mission blockiert den Hafen Rhodos. Ne, das mache ich jetzt, glaube ich, nicht. Bau genehmigt, Kardinalsbericht, Rekrutierungsbericht. Jawohl, der Kaufmann in Konstantinopel. Eieiei, was hier alles rumgurkt. Errichte eine Handelsroute. Perfekt, weil dann verdient er hier nämlich auch ordentlich Geld mit dem Handel mit Seide. Also wirklich sehr exquisite Güter, die wir jetzt hier handeln. Der Vitaliano
Delmonico ist hinüber. Hätte ich es beinahe nicht ausgesprochen. Oder beinahe nicht aussprechen können. So. Natürliche Todesfälle. Bau abgeschlossen. Kathedrale in Konstantinopel. Oh, hallo. Mal doch gleich mal als nächste höhere können wir noch nicht bauen. Tägliche Rennen brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Ich glaube, jährliche Rennen, auf das beschränken wir uns jetzt einfach mal. Das passt soweit. Wir haben nicht mehr lange, bis Konstantinopel zur Metropole heranwächst. Währenddessen kann ich auch mal nach Neapel schauen, wie es da mittlerweile aussieht. Da sieht es ganz gut aus. Können wir uns denn schon einen... können wir uns nicht wirklich leisten. Lassen wir den Steuersatz niedrig, was soll's. Die öffentliche Ordnung ist mir jetzt wichtiger. Wir verdienen ja genug in der Runde. Also wir haben jetzt schon einen Staatskassenbestand von 7,146 Millionen Gulden. Ja, das spricht, glaube ich, für sich. Okay, in Ajaccio sind Ketzer unterwegs. Ah, da, eine Hexe. Warum haben wir hier keinen Priester sitzen, der sich darum kümmert? Das ist keine Blasphemie. Ihr versteht einfach nur nicht. Hier werden wir auch gleich Sicherheits... nicht den Kaufmann. Nein, auch nicht den Diplomaten. Warum kann ich ihn hier da? Kaufmann, glaube ich, geht auch. Oder gibt es hier irgendwas, womit er handeln kann? Nee, hier gibt es nicht mal was. Beziehungsweise alles, womit er handeln könnte, ist schon bebaut. Wie zum Beispiel die Silberminen und so. Damit können ja die Kaufleute am Anfang noch handeln. Aber, das brauche ich hier nicht. Das geht jetzt nicht mehr, da ja schon Minen errichtet wurden. So, was ist denn jetzt hier in Cordoba eigentlich los? Erzählt mal. Religiöse Unruhe. Bei 100% Katholizismus. Ja. Wir senken jetzt einfach mal den Steuersatz hier. Dann haben wir da nämlich Ruhe. Im Karton. Granada, da ist der Steuersatz noch niedrig. Da können wir ihn jetzt mal erhöhen. Weil wir können ja noch einen Vergnügungspalast hier bauen. Einen Markt. Einmal hier erst den Markt bauen, dann einen Vergnügungspalast. In Lissabon. Eine Armeekaserne kann hier sicher nicht schaden. In Leon, Wehrkaserne brauchen wir nicht. Ketzer 1%. Das heißt, hier gurkt wieder irgendwo irgendwas rum. Beziehungsweise, nein, ich habe hier nur keinen Priester. Dann wird der sogleich mal rekrutiert. Valencia, gibt es hier noch irgendwas, was man bauen muss? Eine Akademie wäre vielleicht nicht verkehrt, weil sicher ist sicher. Falls wir doch noch irgendwie zurückgedrängt werden sollten, aber ich glaube, mittlerweile zeichnet sich schon allmählich ab, wer hier der große Sieger wird. In Tullus. Was haben wir hier? Nix, okay. Alles, noch irgendwas zu bauen? Naja, nix außer diesen Standardgebäuden eben fortbilden können wir hier was. Das machen wir auch gleich. In Caen. Brauchen wir nichts machen? Gut, Dreams. Ich schaue mir nur mal wieder so ganz gerne durch. Hier passt alles. Antwerpen ist auch alles soweit klar. Die Pest ist weitergezogen. Die grassiert jetzt währenddessen hier unten in Marseille. Oder? Nee, ist nicht mal. Die Bevölkerung schrumpft einfach so, weil sie keinen Bock auf den Schmutz haben. Der ist schon echt krass. Aber ich kann... Mehr kann ich, glaube ich, nicht machen. Ja, Steuern senken. Will ich aber nicht. Zahlt mehr. So, Genua. Rüstungsschmiedemeister auf jeden Fall noch rein. Mailand. Machen wir uns noch einen Büchsenmacher. Genauso wie in Venedig. Passt soweit. Ja, jetzt in allen Städten hier. Die liegen hier alle relativ nah beieinander. Also ich glaube, das ist auch so meine Haupteinnahmequelle. Wie gesagt, wenn man dann nach Russland drauf geht, da wird dann der Abstand zwischen den Städten immer größer. Das ist dann auch relativ unangenehm. So. Oben in Stockholm rüsten, falls die Polen rüberschippern sollten. Hier ist schon einiges am Handel am Werk in England, beziehungsweise in auf den britischen Inseln. Großbritannien ist wirklich mal gar nichts los. In New York kann ich noch Kanonentürme, eine Marinewerft bauen, okay. In Carnarvon auch noch Kanonentürme, Nottingham. London auch nichts mehr, soweit, okay. Okay. Ja. Ich bin ja wirklich zufrieden, muss ich sagen, bis auf Neapel. Das ist immer was, was mich so ein bisschen nervt. Warum ist hier bitte schon Aufruhr? Ich habe 100% Katholizismus. Ich habe keine Feinde in der Nähe eigentlich, die drohen mit Angriff. Ich habe hier nur jemanden, einen Papststaatenkaufmann, der mit Wolle handelt. Und das erzeugt so viel Aufruhr, oder wie verstehe ich das jetzt richtig? So, auf Heraklion, soweit ich das sehen kann, da ist nichts drinnen in Garnison. Das heißt, ich könnte die Stadt direkt einnehmen, was ich jetzt aber nicht mache. Ich muss aber den Hafen hier blockieren.